Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich möchte beim Regenbogen-Tag mitmachen. Ich wurde, glaube ich, von vier verschiedenen Leuten getaggt. Anna, Bibi, ich glaube Gwen und wer hat mich noch getaggt? Ich glaube, es waren vier Leute, die mich getaggt hatten. Liebe Grüße an euch alle. Ich fühle mich geehrt natürlich, von euch getaggt zu werden. Ich hatte bisher nur leider keine Zeit teilzunehmen, aber es ist ja auch egal, ne? Wir müssen ja nicht alle zur gleichen Zeit alles gleich hochladen. Und diesen Regenbogen-Tag hat, glaube ich, die liebe Nadine, Forever Stockholm heißt ihr Kanal, ins Leben gerufen. Warst du das? Ich hoffe, dass du das warst. Nicht, dass ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle. Und, huch. Wie kommen Teeflecken am besten auf den Teppich, kann ich euch zeigen. Wer dazu ein Anleitungsvideo sehen möchte, sagt einfach Bescheid. Wir fangen an mit der Farbe Gelb. Ich habe dieses Buch hier rausgesucht, Liebeszirkus von Catherine Elliott. Es ist ein Chick-Lit-Roman. Sehr viele meiner Bücher, die ich euch zeige, sind Chick-Lit-Romane. Weil die einfach die quietschigsten Farben haben und ich wollte, dass man an der Kamera auch die Farben wirklich gut erkennen kann. Liebeszirkus ist ein sehr, sehr witziges Buch. Eine Protagonistin geht von London aufs Land und erlebt da so allerhand Spaß. Ich habe schallend laut gelacht. Ich werde mich an die eine Szene immer, immer erinnern. Dieses Buch war einfach fantastisch. Es ist ziemlich dick. Es hat 606 Seiten. Das ist für ein Chicklit wirklich. Uff. Oh, ist total eingestaubt. Also, dass es so gelb ist übrigens, also hier auch gelb, ist nicht meine Schuld. Ich habe das gebraucht bei Medimops gekauft, weil mein Originalbuch hatte ich irgendwann mal verliehen und nie wiederbekommen. Aber Catherine Elliott schreibt wunderbar mit einem wirklich tollen Humor. Ich liebe diese aufs englische Land fahren und London und so. Ich mag diese Geschichten einfach total gerne. Und es geht auch um meinen Tierarzt und so. Also es ist genau mein Ding gewesen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und ist wirklich ringsum richtig quietschequittegelb. So. Dann haben wir Orange. Und auch da habe ich mir wieder ein Buch ausgesucht, was wirklich knallorange ist. Nämlich Aus Versehen verliebt von Susan Elizabeth Phillips. Dieser Roman ist ebenfalls ein Chicklit. Der ist gar nicht so alt, der erschien. Wartet mal. 2009, im September 2009. Oh Gott, doch, ist doch schon ein bisschen älter. Die Zeit vergeht einfach zu schnell. Es ist schon 3 Jahre alt. Und dieses Buch habe ich damals sofort nach Erscheinen gekauft und gelesen. Und es geht um zwei Hollywood-Stars sozusagen, die ein bisschen an Brad Pitt und Angelina Jolie erinnern. Die ganze Story ist nicht mehr ganz so lustig wie einige ältere Bücher von Susan Elizabeth Phillips, aber dennoch lesenswert, wie ich finde. Und es war einfach das orangeste Buch, was ich gefunden habe. Alle anderen waren so sehr blass und oder ich hatte sie noch nicht gelesen, deswegen habe ich dieses ausgesucht. Und ich habe darauf geachtet, Bücher zu nehmen, die ich euch nicht schon 100 Mal gezeigt und empfohlen habe, die ihr mittlerweile alle kennt. Ich habe ja nicht umsonst über 800 Bücher und obwohl ich aussortiert habe, ich habe Bücher aussortiert und die musste ich wegschmeißen, weil meine Chinchillas sie angefressen hatten. Also alle Stephen King Bücher, gebundene Ausgaben, ist also in Müll geflogen, weil das hätte man auch nicht mehr verschenken oder irgendwo hingeben können. Das hätte keiner mehr haben wollen. Die Biester haben nämlich die ganzen Buchumschläge abgefressen. Die haben oben rauf geköttelt auf die Bücher. Und das waren zugegebenermaßen alte, ich weiß nicht, war es damals Weltbild oder so? Oder der Club? Die diese blauen gebundenen Bücher rausgebracht haben von Stephen King in so einer eigenen Reihe. Und die habe ich alle irgendwann mal auf dem Flohmarkt nach und nach für ein paar Euro zusammengesammelt. Die waren auch schon echt steinalt. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich die nochmal haben möchte, dann kann ich mir die auch nochmal besorgen. Deswegen war das jetzt nicht ganz so schlimm. Kommen wir zu Rot. Bei Rot habe ich Der kalte Kuss des Todes von Susan McLeod. Das ist der zweite Band der Genevieve Taylor-Reihe, erschienen bei Goldman. Ist eine Fantasy-Reihe, eine Urban-Fantasy-Reihe, die so ziemlich die Leserschaft spaltet. Also entweder liebt man sie oder man hasst sie, entweder versteht man sie oder man versteht sie nicht. Ich mag die Reihe sehr. Bisher sind 3 Bücher erschienen. Die hatte ich euch auf meinem Kanal auch schon vorgestellt. Die Rezensionen kann ich euch in die Infobox verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten müsst ihr halt suchen. Da erzähle ich dann auch etwas mehr über die Bücher. Also ich habe es heute mit Büchern runterschmeißen.
Grün. Ja, Grün, dieses Buch habe ich gewählt, das kennen auch schon sehr, sehr viele. Aber ich habe es einfach gewählt, weil es wirklich so schön grün ist. Also es ist wirklich so absolutes Froschgrün. Und zwar ist es Göttinnen Gummistiefeln von Sophie Kinsella. Dieses Buch hat deshalb eine ganz besondere Bedeutung für mich. Schade, jetzt habe ich das Original nicht da. Und zwar habe ich mir damals, als ich in London war, The Undomestic Goddess, wie es in, im Original heißt, am Londoner Flughafen gekauft, weil ich noch so viel Pfund übrig hatte und ich die sowieso nicht umgetauscht hätte. Und das war das neueste Buch, das gab es in Deutschland damals noch nicht. Und dann habe ich das gelesen auf dem Rückweg und in der Woche, nachdem ich halt wieder in Deutschland war. Ich hatte noch totales Fernweh. Ich wollte am liebsten wieder zurück nach London. Und deswegen hat dieses Buch so eine Wahnsinnsbedeutung für mich. Es hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir die deutsche Ausgabe als Mängelexemplar irgendwann mal nachgekauft, weil ich es nochmal auf Deutsch lesen wollte. Mittlerweile bin ich auch, denke ich mal, so weit, dass ich es lesen könnte, weil ich viel von der Handlung vergessen habe. Ich gucke gerade mal, das steht, glaube ich, meine englischen Bücher oder da oben. Also ich habe ja überall Bücher, also. Da vorne stehen Bücherregale und hier stehen Bücherregale und oben auf dem Kleiderschrank sind auch nochmal Bücher. Aber schade, ja, hätte ich euch jetzt gerne gezeigt, hätte ich ja mal vorher dran denken können. Also dieses Buch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Göttinnen und Gummistiefeln war auf jeden Fall witzig. Ich meine, das war das Buch mit dem Goldfisch oder war das in Kennen wir uns nicht? Wo die, war das ein Goldfisch? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ein gutes Buch. So, dann kommen wir zur Farbe Blau. Und da möchte ich euch Glut von Laurie Handlin zeigen. Ich finde, das ist ein sehr schönes blaues Cover. Ich mag sowieso die Bücher da. Die sind ein bisschen größer, auch im Lux Verlag erschienen, so wie ihre Werwolf-Reihe. Und dies ist der zweite Band der Reihe. Die anderen heißen, also der erste Teil heißt Asche, der zweite ist Glut, der dritte ist Blut und der vierte heißt Fluch. Und den vierten habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß nicht warum, aber ich, seit über einem Jahr habe ich dieses Buch im Regal stehen. Was auch übrigens sehr gut zu Gelb gepasst hätte. Und habe es nicht gelesen. Obwohl der dritte Band so spannend geendet hat, dass ich unbedingt wissen will, auch bis heute noch, wie es eigentlich weitergeht. Ja, werde ich irgendwann noch nachholen. Ich mag die Reihe eigentlich ganz gerne. Nicht so gern wie ihre Werwolf-Reihe. Aber sie hat was. Also, wer die Phönix-Chroniken noch nicht kennt von Laurie Handlin, kann ja vielleicht mal reinschauen. Ist auf jeden Fall interessant. Dann habe ich Lila. Zu Lila habe ich, weil ich glaube, das haben noch nicht viele vorgestellt und ich weiß nicht, ob viele es überhaupt kennen. Es ist auch schon ein paar Jährchen alt. Ich mache mal eben den Aufkleber ab, dann kann man mehr sehen. Und zwar von Vicky Forrest, die Eternal-Reihe, die Vampire von Clare Point, ist der erste Band. Der zweite sehe dann so aus. Also vielleicht kann man auch an den Rückseiten besser sehen, dass es lila ist. So. Ich habe nur den ersten Band gelesen. Ich fand den eigentlich sogar recht gut, muss ich sagen. Also ich fand den nicht schlecht, aber auch nicht überragend, aber ganz gut. Und ich wollte eigentlich immer mal den zweiten Band lesen. Habe ich aber noch nicht. Aber für alle, die vielleicht noch einen Vampirroman mal ausprobieren wollten, an der Stelle liebe Grüße, liebe... Wer wollte denn jetzt so Vampirbücher ausprobieren? Annika, glaube ich, oder? Ja. Das wäre vielleicht sowas für Vampireinsteiger, die jetzt noch nicht so die hartgesottenen Vampirfans sind. Ich finde das eigentlich eine ganz nette Reihe so für, zum Einstieg. Dann sind wir mit dem Regenbogen an sich durch. Es kommt dann noch Schwarz und Weiß. Als schwarzes Buch habe ich von Joy Fielding Lauf, Jane, Lauf gewählt. Weil ich euch das auch noch nirgends gezeigt hatte und ich nicht weiß, inwiefern Joy Fielding bei euch bekannt, beliebt, wie auch immer ist. Joy Fielding ist eine sehr beliebte Autorin. Sie ist immer auf den Bestsellerlisten, so wie ein neues Buch von ihr erscheint und das nicht zu Unrecht, wie ich finde. Lauf, Jane, Lauf war damals mein erstes Buch von ihr. Ich habe mir das, glaube ich, gebraucht. Oder habe ich das? Nein, das habe ich geschenkt bekommen. Das habe ich von einer Kollegin, glaube ich, mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag hat sie mir das geschenkt. Und absolut genial. Ich war so vertieft in dieses Buch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also Lauf, Jane, Lauf ist überhaupt das genialste Buch von Joy Fielding, was ich bisher gelesen habe. Viel waren es ja nicht. Ich habe jetzt hier noch, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe noch ein gebundenes da oben, das habe ich noch nicht gelesen. Dann habe ich noch die beiden, sind auch schwarz.
Wartet mal. Das habe ich gelesen hier. Träume süß, mein Mädchen. Das war auch gut, aber nicht ganz so spannend wie Lauf, Jane, Lauf. Und das hier, das habe ich mir bei eBay ersteigert. Das muss ich noch lesen. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Ich glaube, ein anderes habe ich noch, aber was ich jetzt nicht hier habe. So. Und Lauf, Jane, Lauf ist eine absolut tolle Geschichte. Es geht um eine Frau, die plötzlich mitten auf der Straße ihr Erinnerungsvermögen verliert und nach versucht herauszufinden, wer sie eigentlich wirklich ist und was ihr passiert ist. Und sie kommt halt dahinter, dass ja, ihr Mann behandelt sie auch so komisch und gibt ihr Medikamente, ist glaube ich Psychiater oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versucht sie einfach nur herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und das kann Joy Fielding sehr, sehr gut. Psycho-Thriller. Also es steht Roman drauf, aber es ist mehr als nur ein normaler Roman. Für Thriller-Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Dann gibt es noch die Kategorie Weiß. Ich habe viele weiße Bücher. Da wäre zum Beispiel Heiratsfieber gewesen von Catherine Elliott, das habe ich euch schon gezeigt. Stigma von Michael Hübner kennen wir auch schon alle. Oder hier diese ganzen Todesbräute und hast du nicht gesehen. Dann habe ich überlegt, schon wieder Berliner. Nämlich Forbidden oder ach was weiß ich, viele weiße Bücher habe ich. Aber dann ist mir eins aufgefallen, wo ich dachte, okay, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht weiter gesprochen. Es ist auch schon schmuddelig, es ist eher so ein Wollweiß, so ein Cremeweiß, kein Reinweiß. Und zwar geht es um Emma von Jane Austen. Ich habe hier die Ausgabe vom Inseltaschenbuch. Das Besondere ist, das seht ihr auch schon, das sind hauchdünne Seiten. Es fässt sich total schön an. Das ist wirklich hohe Qualität. Es hat 14 € gekostet, die Ausgabe, eben weil es eine relativ hohe Qualität ist. Und ich habe damals wirklich zugegebenermaßen mich ein bisschen quälen müssen. Es hat sich nicht so gut lesen lassen wie Stolz und Vorteil oder Verstand und Gefühl. Aber trotzdem ist es eine lesenswerte Geschichte. Ich mag Emma sehr. Ich mag auch die Verfilmungen und wollte einfach auch mal anmerken, dass ich ab und zu doch mal einen Klassiker lese oder irgendwie was anderes und nicht immer nur Chicklit und Thriller und Fantasy, sondern auch schon mal ein Jane Austen Buch oder so. Ich liebe Jane Austen, also Stolz und Vorteil ist überhaupt die Geschichte schlechthin, also ja, und Emma mag ich auch sehr, sehr gerne. So, dann wären wir durch mit den Farben des Regenbogens und ich habe mich gefragt, warum ist eigentlich kein Rosa oder Pink dabei? Und ich wollte jetzt noch unbedingt ein rosanes oder ein pinkfarbenes Buch zeigen. Ich habe so viele rosane und so schöne pinkfarbene Bücher in meinem Chiclet-Regal. Am liebsten hätte ich sie alle rausgeholt und euch alle gezeigt, aber ich habe mich dann für eins entschieden. Es ist Pink. Und das ist ein Rezept für die Liebe von Rachel Gibson. Rachel Gibson schreibt oftmals so Romane, also auch Chicklit, die so Sportlergeschichten oder was sind. Und auch hier geht es um meinen ehemaligen Eishockey-Spieler. Wartet mal. Was ist er denn? Das ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch mal zum Valentinstag von Steffi geschenkt bekommen und hatte eigentlich mit Rachel Gibson nach einem Buch von ihr, was wirklich nicht gut war, Traumfrau Ahoi, lässt das bloß nie, 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 nie. Es war so, so schlecht. Habe ich dieses Buch geschenkt bekommen, weil sie meint, hey, die Autorin schreibt eigentlich wirklich gut und gib ihr nochmal eine Chance. Und dieses Buch war richtig toll. Und ich habe es gelesen und es war wirklich toll. Es war einfach eine richtig, richtig schöne Wohlfühlgeschichte. Ich habe das geschenkt bekommen. Ich kann mal gucken, die Widmung ist ja vorne drin. Zum Valentinstag 2008 hat sie mir das geschenkt. Und ich habe es sofort gelesen. Es spielt auch am Valentinstag, also da beginnt die Handlung und es macht wirklich einfach Spaß. Und deshalb, ich wollte jetzt unbedingt noch ein pinkfarbenes Buch mit reinnehmen. So. Das war es dann von mir mit dem Regenbogen-Tag. Taggen tue ich niemanden, weil ich glaube, die meisten von euch haben schon mitgemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wer, also wenn nicht, wer noch nicht. Also keine Ahnung, ich habe keinen Überblick mehr. Also in den letzten Wochen war es einfach alles zu chaotisch. Und ich habe zwar einige Videos so nebenbei geschaut, aber ich weiß jetzt nicht genau, wer schon mitgemacht hat und wer nicht.
ja, jeder, der sich angesprochen fühlt, darf natürlich mitmachen. Vielleicht Aurora 8181, Betty, du könntest mal wieder ein paar Tags mitmachen. Und ich tagge dich jetzt einfach mal, so, falls du noch nicht mitgemacht hast. Dann sehen wir uns bald. Bis dann. Tschüss.